Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie ich ja in dem letzten Video erwähnt habe, geht es heute Richtung Wahrenmüritz oder direkt nach Wahrenmüritz. Und auf dem Weg dahin bin ich hier an diesem Schloss Klink vorbeigekommen. Von 1897 ist das Ganze. Fand ich sehr beeindruckend, deswegen fange ich jetzt mal mit dem Video hier schon an und nicht erst in Wahren. Um euch das auch mal kurz zu zeigen. Direkt im Hintergrund ist Müritz wieder zu sehen. Hat schon was. Ja, jetzt bin ich mitten in Müritz und werde mich erstmal Richtung Hafen begeben. Es ist heute sehr windig. 15 Grad, auch nicht mehr so warm. Aber es ist noch trocken. Und es soll auch so fast durchgehend trocken bleiben. Ja, ich bin jetzt hier am Hafen angekommen. Versuche mal so ein bisschen das Mikro zu schützen. Wie ihr vielleicht am Wellengang sehen könnt, ist es hier definitiv sehr windig. Vielleicht auch an der Flagge der Warendé dort gut zu erkennen. Ansonsten ist das hier ein schönes kleines Häfchen, wo ich jetzt gerade bin. Hier ist auch die Anlege- und Ablegestelle von der Weißen Flotte Müritz. Und ich werde jetzt hier irgendwie so meine Runden drehen. Habe gerade schon ein paar schöne Sachen gesehen, die ich euch gleich auch noch zeigen werde. Also bleibt dran, auch bei diesem nicht ganz so guten Wetter. Und ich nehme jetzt mal kurz die Hand vom Mikro, dann hört man auch den Wind, glaube ich. Ja, und hier stehe ich jetzt vor dem Müritzeum. Da kann man Natur erleben. So steht es auf der Fahne geschrieben. Daneben ist Fischers Küche, sieht alles einladend aus. Aber morgens um 8 ist halt noch nicht so ganz viel los hier, ne? Gegenüber ist das Hotel Harmonie, auch ein schmuckes Häuschen, dahinter eine Kirche zu sehen. Und in die Richtung geht es jetzt auch erstmal. Auch hier wieder so kleine verschlungene Gassen. Der Wind macht mir echt zu schaffen hier. Hier geht es jetzt hoch zum Alten Markt und zur Georgenkirche. Ja, und das ist ja der Alte Markt. Das Kopfsteinpflaster ist definitiv noch das alte. Man wird aber immer durchgeschüttelt. Bin ich ganz froh, dass die Kamera so einen Bildstabilisator hat. Hier hat man einen Blick auf die Georgenkirche. Es ist hier alles sehr verwinkelt und eng, deswegen sind die Aufnahmen sehr nah. Das Ganze erinnert mich hier so ein bisschen an Wismar. So von der ganzen Art der Häuser und was so dazugehört. Ist aber auch wahrscheinlich so die gleiche Epoche. Auch hier ein schöner Blick auf die nächste Kirche, deren Namen ich jetzt noch nicht weiß. Aber mir geht es einfach darum, diese schönen Eindrücke zu erleben. Ja, jetzt befinde ich mich hier beim Museum. Und heute scheint hier ein kleiner Markt zu sein. Deswegen schlendere ich da jetzt erstmal drüber. Mit Abstand natürlich. Hier nochmal ein schöner Blick auf die renovierten Fachwerkhäuser. Und die Front des Museums. Also ich muss bei diesen ganzen Gassen und Gebäuden echt die ganze Zeit an Wismar denken. Wie seht ihr das? Kennt ja vielleicht das Video oder Wismar selber auch. Schreibt mir das doch mal. So, von hier kann man auch mal schön die Kirche St. Marien sehen. Die ich ja vorhin von der anderen Seite schon einmal aus der Ferne mit drauf hatte. Hier geht es jetzt runter Richtung Tiefwarensee.
schöne kleine Gassnähe. Kleine Wasserläufe dazwischen. Und Möwen. Hier ist das Gymnasium von Waren. Beeindruckend, oder? Das ist jetzt hier so ein kleines Stück Radweg zum tiefen Warensee. Man hätte aber auch die Straße parallel nehmen können. Aber ich bin jetzt der Beschilderung gefolgt und dann kommt man hier raus am Hotel Tiefwarensee. Hier steht ein Schild Schaugarten. Das muss ich natürlich auch anschauen. Und geh mal hier rein. Fängt schon gut an. Auch hier nochmal schön gemacht mit verschiedenen Kräutern, Pflanzen, Blumen, was auch immer. Rosen und so weiter und so fort. Eine riesige Weide. Und das gehört auch jetzt zum Teil schon zum Hotel. Da möchte ich jetzt nicht weiter reingehen und auch nicht weiter filmen. Ja, hier kommt auch wieder irgendwas Eintrittspflichtiges. Die Müritz-Saga. Ach, das ist die Freilichtbühne. Da hatte ich vorher schon mal ein Schild gesehen, dass es auch diese Richtung ist. Gucken, ob man zumindest mal so einen Blick rein erhaschen kann. Ja, kann man. Ich halte mal durch die Stäbe, damit man es besser sieht. Ein schönes Objekt. Kann sich echt sehen lassen. Ich habe jetzt hier zwar kein Schild mehr gesehen, aber das müsste der Tiefwarensee sein. Schönen Überblick von hier. Oberhalb von diesem Schaugarten bin ich jetzt. Also das Gebiet mit diesem Tiefwarensee, das ist ja riesig. Ich meine, Waren ist ja im Grunde von beiden Seiten vom Wasser eingeschlossen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so weitläufig ist. Ob das wohl mal Haustüren werden sollten und die sich mit der Höhe leicht vertan haben? Das sind die Häuser mit Sicht auf den Hafen. Finde ich unheimlich schön gemacht hier mit diesen terrassenartigen Bauten. Ich wiederhole schon wieder zu oft, was ich unheimlich schön finde. Aber es ist so. Das kennt ihr ja mittlerweile. Und hier geht's jetzt in den richtigen Yachthafen. Ist schon ein bisschen anders als da, wo nur die Fährschiffe fahren. Alleine schon, wenn man sich mal die Gebäude hier anschaut. Auch auf der Seite nicht zu verachten. Aber Liegeplätze kriegt man hier, glaube ich, eher schwierig. Scheint recht voll zu sein. Und so sieht der Blick vom Hafen aus Richtung Marienkirche. Oder hieß sie anders? Nee, Martinkirche, ne? Marianenkirche? Naja, ich hatte es ja vorher schon richtig gesagt. Und hier nochmal ein Blick auf die raue Müritz. Hat schon ein bisschen was von Meer. Hier bin ich jetzt an dem Aussichtspunkt Panoramablick. Und den zeige ich euch eben noch. Und dann geht es weiter Richtung Kurpark. Ich versuche jetzt mal auf einem anderen Weg hier zum Kurpark zu kommen, der dort oben gelegen ist. Da vorne, dieser Hauptweg, ist eine Treppe und, also nicht rein optisch 100 Stufen, den Berg hoch. Da aber keine so eine Fahrradschiene war und ich das Rad nicht unten stehen lassen möchte, probiere ich es mal andersrum. Auch hier wieder kostenlose Parkplätze. Jetzt habe ich hier einen Weg gefunden auf den Nesselberg. Und
trampel in Schrittgeschwindigkeit hoch. Ich würde sagen, so 15% Steigung haben wir hier auf jeden Fall. Und da schon mal ein Blick Richtung Kurpark. Sieht recht verwildert aus. Aber mal schauen. Ja, jetzt oben angekommen. Kurz aus der Puste. Ist hier so ein schönes Türmchen. Natürlich gesperrt, man darf nicht rein, wie es fast immer so ist bei solchen schönen Objekten. Aber das ist der Wasserturm Waren. Was ganz interessant ist, der ist von 1897, war bis in die 90er bewohnt. Dann eine Zeit lang in den Dornröschenschlaf verfallen, steht hier geschrieben. Und dann hat sich eine Genossenschaft gebildet, die da Ferienwohnungen reingebaut haben. Also wenn einer mal individuelle Ferien in Waren-Müritz machen möchte, wäre das doch perfekt dafür. Das ist keine Werbung. Ich möchte das nochmal sagen, dafür erhalte ich kein Geld oder sonst irgendwas. Das muss man ja mittlerweile schon sagen. Traurig. Aber eine gute Idee, finde ich. Und direkt danach das nächste Highlight des Kurparks. Den unteren Teil habe ich jetzt nicht groß gefilmt, weil da, ja, war halt nichts zu filmen. Aus meiner Sicht. Sieht natürlich auch jeder anders. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und keine Menschenseele hier, aber es besteht zu beiden Seiten die Möglichkeit, sich hier gemütlich niederzulassen. Das ist der andere Teil des Kurparks Nesselberg. Sehr gepflegt. Und hier gibt es auch noch mal einen zusätzlichen Aufgang ohne Stufen, wo Radfahrer aber verboten sind. Oder das Radfahren. Schieben darf man natürlich. Ja, ich stehe jetzt hier an der Kiezbrücke und einigermaßen windgeschützt. Es gibt hier noch etliche Wege in die Richtung, die am Wasser weiterführen. Unheimlich schön zu fahren mit dem Rad, kann man vielleicht auch so erkennen. Waren selber auch eine sehr schöne Stadt. Was mir heute so ein bisschen hier das Filmen schwer macht, ist halt der Wind. Aber so im Großen und Ganzen ist ja in dem Video jetzt für mich alles erwähnt, was mich hier interessierte. Und es gibt bestimmt noch mehr schöne Ecken, aber das war so meins. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's dann. Macht's gut. Euer Markus.